Freunde für Hunde vom Typ Labrador. Es ist doch, ich denke mal, ein Labrador-Mischling. Auf jeden Fall optisch kenne ich Labrador so. Aber ich bin kein reinrassiger Hunde. Weiß, Freund kann man nicht sagen. Ich habe nichts gegen reinrassige Hunde. Aber ich bin immer eher ein Freund von Mischlingen. So, der Rüde Bisci ist ein Kettenhund gewesen. Ein Bild gesehen. Toller Hund. Großes Video von Bitsy. Oh, lässt sich streicheln. Also großer Auslauf. Auflauf, genau. Kommt, ach, den Freund hatten wir da auch schon. Genau. Also mit anderen Hunden verträglich und mit Rüden. Ja, es geht um Spazieren. Es wird getobt. Er ist gestreichelt. Er ist getobt. Schöner Hund. Wedel, wedel, wedel. Wedel, wedel. Das war Bizis bisheriges trauriges Leben. Ja. Tag ein, Tag aus in der Kette, bei Wind und Wetter, Sommer wie Winter. Oh Gott. Menschen, Menschen, wie können die nur sein hier? Ach, das ist der Radan der Zweite, der dabei ist. Das ist Radan. Kettenhund, ach nee. Ja, okay. So bist sie. Ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Leben, auf jeden Fall. Du bist in einem guten Tierheim in Polen und du findest bestimmt in Kürze ein tolles neues Zuhause und Familie. Also, Rüde bist sie. Rasse Mischling. Ich denke, da ist etwas Labrador drin. Mittelgroß, geboren 2020 circa, also 4 Jahre alt, vielleicht ein bisschen jünger. Kastration hier. Beschreibung: Bisci lebt seit dem 11.07.23, auch knapp über ein Jahr, bei uns im Tierheim. Als er klein war, lebte er im Haus und die Kinder spielten mit ihm. Später, als er groß war, durfte er nicht mehr im Haus leben, sondern wurde draußen mit einer Kette oder einem Seil an der Hauswand festgebunden. Also, welche Menschen, was sagt es über die Menschen aus, über deren Charakter, die einen Hund aufziehen? Und dann so mit ihm umgehen. Keine Ahnung, kann ich mir nie vorstellen. Könnte ich mir nie vorstellen. Er gehörte zu einer pathologischen Familie, in der Gewalt herrschte und schlechte Fürsorge. Ja, okay. Also beschissene Eltern. Leider lernen dann auch Kinder oft wenig bis keine Tierliebe. Der Mann kam ins Gefängnis, gut so. Die Frau und die Kinder in ein Zentrum für alleinstehende Frauen. Wahrscheinlich für die Frau und die Kinder das Beste. Und bis sie ins Tierheim. Gut, so ist die beste Möglichkeit für ihn gewesen. Bis sie ist ein sehr sanfter Hund, Labrador. Freundlich zu Menschen, Labrador. Und wahrscheinlich verfressen. Mit Hunden ist er gut verträglich, mit Rüden eher nicht. Okay, wie meistens so. Er wartet seit über einem Jahr auf seine Vermittlung, aber bis heute war leider niemand an ihm interessiert. Verstehe ich nicht. Labradore sind auch sehr begehrte Hunde oder die aussehen wie Labradore. Perfekte Größe, mittelgroß, jung, gut aussehend, mit anderen verträglich, leinenführig, ja, perfekter Hund. Wer also einen Labrador-Mischling sucht, mittlere Größe, jung, rüde, lieb, kuschelig, bitte bei hundefreundlichwilleben.ev melden, URL oben rechts in der Ecke, unten im Beschreibungstext. Dann bekommt ihr von dem Verein einen sehr guten, lieben, freundlichen, kuscheligen Hund, der mit Hündinnen gut verträglich ist als Zweithund. Auslauf, denke ich, braucht er einiges. Ist ein junger Hund, 3 Jahre, 3, 4 Jahre alt. Aber ich denke mal, er zeigt den Menschen, dass er glücklich ist, jetzt in einer guten Familie zu sein. Er ist dankbar. Das finde ich immer das Gute. Man merkt den Hunden an, dass sie dankbar sind. Außer natürlich unser kleiner Jack Russell, der ist für nichts dankbar. Nicht bös gemeint. Aber lieber Hund. Also, Bissi, ich wünsche dir alles Gute. Du wirst ein tolles Zuhause finden, tolle Familie, vielleicht doch mit Kindern, die dich zu schätzen wissen.
hundefreundeischfuerleben.ev wird dich dann nach Deutschland bringen und hier wirst du ein Traumleben haben. Mach's gut, bis dann, viel Glück, tschüss.